Guten Tag. Hallo. Hellas. Alle zusammen. Griechisch. Ja, Französisch. Hellas. Spanisch. Muttertag. Samstag. Lange weg bis früh um 19:30. Müde. Grillen. Tschatziki. Los geht's. Viel Spaß. Tzatziki. Tzatziki-Style-Soße. Haben wir gar keine. Grillsoße, weil sonst gibt es wieder Prügel mit allen möglichen Leuten, die sagen, so geht aber gar kein Tzatziki. Ich mach die anders. Es ist halt Tzatziki nach Salala. Ja, genau. Lalala. Salatziki. Achso, Zutaten vorlesen. Zutaten, ja genau. Ja, das kenne ich, das ist Quark. Genau, Vollfettquark bei uns. Dann haben wir griechischen Joghurt, 10% Fett, saure Sahne, Olivenöl. Das ist da. Genau. Eine Zwiebel, in dem Fall jetzt eine rote, ist aber scheißegal. Ich will heute außerdem Frühlingszwiebeln reinhaben, kann jeder machen, wie er meint. Außerdem brauchen wir ungefähr eine halbe Gurke. Das ist das grüne Ding hier. Die ist aber ganz. Nicht mehr lange. Ah. Und heute kommt auch Schnittlauch rein. Das muss nicht zwangsläufig sein. Man kann auch andere Dinge reintun, andere Kräuter wie Dill etc. Aber ich will da heute Schnittlauch reintun. Und ich habe gelesen, eigentlich gehört nur Dill in ein originales Tzatziki. Aber genau, deswegen ist es ja unser Tzatziki. Wir machen ja kein originales Tzatziki. Genau, das darfst du vergessen, das runde Bobbel. Knoblauch. Ah, griechischer. Ja, das ist wichtig. Das chinesischer. Ja, man könnte sagen Ackerknoblauch. Eigentlich ist das Ackerknoblauch. Und den Zitronensaft, hast du den erwähnt? Nein, der steht nur dekorativ hier. Nein, der kommt natürlich auch rein. Was darf ich tun? Du darfst mir helfen, die Zutaten wegzustellen. Und dann werden jetzt als allererstes mal die Milchprodukte in einem entsprechend geeigneten Gefäß angerührt. Du hast da mal was vorbereitet, eine Schüssel. Genau, bitte. Ach, ich. Okay. Du hast gefragt, was du tun darfst. Ja, den Quark da jetzt rein. Und den Joghurt auch. Das ist nämlich der Joghurt. Ach, den mein... Ja, das hier ist mein Quark. Mein Mann nennt das Joghurt. Und alle anderen Menschen, glaube ich, auch. Gestern war definitiv zu spät. Oder? Ja, Schwestern und Mamas werden nun mal nur 18 und 60. Nein, die werden auch noch... Nur einmal. Eieiei. So, Quark. Auch da mit rein. Das ist jetzt saure Sahne, die kommt da auch rein. Man könnte jetzt die Zutaten ganz sensibel in einem bestimmten Mischungsverhältnis hier reinarbeiten. Ich nehme halt immer von jedem einen Becher. Das ist ein sensibles Mischungsverhältnis, ein Becher. Genau, 1:1:1. Genau. Schmand geht übrigens auch statt saurer Sahne. Ja. So, und das muss ich jetzt irgendwie verrühren. Genau, einmal glatt rühren. Genau. Und weil es ist glatt. Und weil es so lustig ist, tun wir da jetzt gleich einen Schluck Zitronensaft dran. An unser Tzatziki kommt im Regelfall kein Essig, sondern Zitronensaft. Ach, muss ich währenddessen so, ja, rühren? Ja, mach mal. Das heißt, es ist tatsächlich so, ein so Zweitmachrezept. Genau, das muss man zu zweit machen, das geht nicht anders. Das sind jetzt so 2-3 Esslöffel gewesen, das muss man halt hinterher abschmecken. Und auch einen ordentlichen Schluck Olivenöl. Das sind auch erstmal so 2-3 Esslöffel. Auch da darf man dann abschmecken. Ist leider kein griechisches, ist italienisches. Wollte gerade fragen. So, dann etwas salzen. Auch hier hinterher wieder abschmecken. Reicht schon. Alles gut. Da fehlt noch was. Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, ja. Gurke. Das fehlt da alles noch. Da fehlt auch wirklich Salz. Das war eigentlich das, was ich meinte. Und ich habe tatsächlich nicht gesoffen gestern. Bleibt man ja gar nicht. Besser. Dann darfst du das mal schnell zur Seite stellen. Jetzt müssen noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Knoblauchzehe, zerkleinert werden. Okay. Knoblauch muss da auch eher nur grob geschnitten werden. Die muss jetzt nicht so ultra fein werden, die Zehe. Du machst das sehr schön. Danke. Ich würde mir dabei jetzt die Finger schneiden. Ich weiß auch, wie das aussieht, wenn man sich in die Finger schneidet. Könnte man die jetzt einfach pressen? Ja, prinzipiell könnte man das tun. Bei gepresstem Knoblauch heißt es immer, da kann es schneller passieren, dass der mal bitter wird. Okay. Aber habe ich selber jetzt noch nicht festgestellt. Aber ich presse einfach nicht gerne Knoblauch. Mag ich nicht. Gut. So, das ist
fein genug. Kommt das da jetzt auch rein? Das kommt da jetzt auch gleich rein. Hole ich das mal wieder. Was jetzt mit den Leuten, die nicht gerne Knoblauch rumbeißen? Die müssen feiner hacken oder schneiden. Kann man da irgendwie was anderes noch machen? Man könnte theoretisch, wenn man jetzt auch den Knoblauch trotzdem nicht pressen will, den so fein wie möglich hacken, dann mit etwas Salz bestreuen und dann so unter dem Messer durchziehen. Das ist dann wie reiben. Mhm. Das geht auch. Oder Knoblauchpulver, aber... Das schmeckt nicht. Nee, schmeckt nicht. Ja. Gut, für Leute, die gar keinen Knoblauch mögen. Ist kein Tzatziki geeignet. Man könnte es wahrscheinlich auch ohne... Die sollen Mayonnaise essen. Ja, ich habe übrigens nachgelesen, Tzatziki ist ursprünglich eigentlich nicht ein Dip, sondern griechischer Gurkensalat. Ja. Habe ich gelesen. So, die Zwiebel kann man jetzt entweder in Würfelchen oder in Ringe oder sonst wie schneiden, das bleibt völlig euch überlassen. Ich mag die so in Halbringe. Es muss auch, wie gesagt, keine rote sein. Auch rein. Das war mein Stichwort. Man könnte auch wahrscheinlich die Zwiebel in Stückchen schneiden oder so, ne? Aber Ringe kommen immer viel cooler, weil die ziehen sich dann so in dem Tzatziki. Nur aufbewahren kann man es dadurch, glaube ich, nicht sehr lange, ne? Richtig, weil die... irgendeine Säure in den Zwiebeln oxidiert und dadurch sinkt die Haltbarkeit, aber es soll ja eh aufgegessen werden. Krieg ich wieder Platz? Ja. Der so. Platz wird. Genau. So, und jetzt ein bisschen Schnittlauch klein schneiden. Wie gesagt, Kräuter nach Geschmack, das darf jeder machen, wie er meint. Ja, Dill ist nicht immer so ganz meins. Manchmal mag ich Dill, manchmal nicht. Schnittlauch mag ich eigentlich immer. Genau. Petersilie wird sich da vielleicht auch gut drin machen, oder? Ja, das ist so diese Standardart. Ja, darfst reinwerfen. Boah, das ist voll der Sport heute. Ja. So, dann brauchen wir ein paar Gurkenscheiben. Machen wir die mit Schale oder ohne Schale? Ich mach die mit Schale. Darf ich die schneiden? Wenn du weißt wie. In Stücke. Also Scheiben. Nein, wir brauchen Streifen. Ich habe Scheiben gesagt, ne? Ja. Nein, wir brauchen... Gurkenstreifchen. Darf ich dir zeigen, wie ich das normalerweise ja, mache? Ja, zeig mal. Ich mache ein paar Scheiben. Man könnte jetzt auch, wer einen Hobel hat, so wie wir den eigentlich auch haben, könnte man die durchhobeln. Ja, könnte man. Dann stapel ich die und dann schneide ich hier einfach nur so und dann schneide ich die hier runter. Du darfst es aber auch anders machen. Also solche Streifchen. Gut. Genau, so mache ich die. Also so sollen die Streifchen dann aussehen. Es macht aber, denke ich mal, nichts, wenn jetzt die Streifen nicht ganz hundertprozentig... Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Die müssen exakt alle gleich breit sein. So wie meine alle total gleich breit waren. Die erkennt man jetzt nicht mehr. Die deinen und die meinen. Die sind jetzt da hier, die kuscheln. Genau. So, die kommen jetzt da auch rein. Genau, die kommen da jetzt auch rein. Jetzt darf ich umrühren. Ja, die Frühlingszwiebeln kommen noch, aber wenn du magst. Ja, dann kriegen die schon mal hier Geschmack. Magst du jetzt einen Löffel zum Umrühren vielleicht? Nein. Und dann noch Frühlingszwiebelchen. Einfach in Ringe schneiden. Wie gesagt, die sind optional. Die müssen auch nicht unbedingt sein. Aber ich habe da gerade Bock drauf. So, bitteschön. Achso, das kommt jetzt auch rein. Ja. Könnte man da jetzt theoretisch noch Kümmel mit dran tun? Ja, aber wer will das? Ich meine ja nur zur Pupsvermeidung. Muss man doch gar nicht. Aber es schmeckt. Kümmel im Tzatziki, glaube ich. Also, ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich auch nicht, es war nur gerade so eine komische Idee in meinem Kopf. Ich kann mir das nicht so richtig lecker vorstellen. Let us probier. Lass mal probieren. Na? Probier, für Bier. Salz und Olivenöl. Pfeffer oder so kommt da nicht dran. Könnte man, aber muss nicht. Vor allem macht er dann so schwarze Flecken. Boah, das ist aber viel Öl. LCHF. Ah. Low Carb Fat Fun Purpose. Ihr dürft natürlich auch weniger Öl nehmen, vermute ich mal. Mm-mm.
Doch, verunsichert doch unsere Zuschauer. Entschuldigung, ihr sollt so viel oder wenig Öl nehmen, wie ihr wollt. Solange es gutes Öl ist, das heißt kaltgepresstes natives Olivenöl oder nix. Fällt dir noch ein anderes gutes Öl? Pflanzliches Öl ein? Also Kokosöl würde ich da jetzt nicht reintun, weil das wird klumpig. Mhm. Eventuell, was vielleicht einen ganz coolen Geschmack geben könnte, wäre vielleicht Walnussöl. Arganöl könnte man nehmen, aber ja, kann's keiner, das kann dann keiner mehr essen, weil das keiner kann. Trauben? Oh! Keiner kann es zahlen. Genau. Traubenkernöl vielleicht? Leinöl, nur wenn es ganz frisch ist. Ja, ein bisschen. Also ich würde jetzt auch Walnussöl maximal zum Würzen verwenden, nicht als Fettkomponente. Das, ja. Was ich euch gar nicht empfehlen würde, ist Magerquark und Magerjoghurt zu nehmen. Also ich würde da auf jeden Fall auf die Vollfettstufe gehen, weil sonst schmeckt das einfach nicht wirklich. Und was bei Tzatziki auch wichtig ist, das muss ich mal ziehen. Ja, aber so können wir es lassen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir den leichten Olivenöl-Touch mit drin. Das darf man ruhig schmecken. Man könnte jetzt eventuell noch ein bisschen mehr Knoblauch dran tun, aber ich glaube, das zieht von selber jetzt dann. Das ist, wenn man das jetzt über Nacht stehen lässt, dann ist da genügend Knoblauchgeschmack drin. Also wenn ihr eine Grillparty macht oder so, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ihr macht das Tzatziki am Abend vorher. Oder einen halben Tag vorher, am Vormittag reicht. Genau. Und dann lasst ihr das schön im Kühlschrank ziehen und dann go for it. Genau. Ist übrigens nicht schlimm, wenn sich oben ein bisschen helle Flüssigkeit absetzt. Das ist Wasser. Da macht man dann, macht man dann so. Genau. Gut. Ja. Ende. Ja. Guten. Ende. Ich bin am Ende. Nein, wir sind am Ende. Wir haben das Tzatziki gemacht. Wir können grillen. Ja. Es ist, ich muss nochmal probieren. Es tut mir leid. Das ist, magst du auch? Ja. Bevor ich es aufesse? Ja, mit Fleisch am besten. Ich kann hier mit Gurke anbieten. Okay. Ja. Ich hoffe, wir waren euch nicht zu ver... Weil... verpeilt. Ja. Na, wie gesagt, Schwesterlein hatte Geburtstag und Mama hatte auch mal Geburtstag und es waren beide schon mehrfach. Ja, 60. 18. Wir haben gefeiert. Wir waren... Ja. Müde. Ja. Deswegen grillen wir heute. Gut, deswegen kurz und schmerzlos. Videos abonnieren. Hier. Abonnieren. Like, Share, Facebook, Insta, Blog. Wünsche, Anregungen bitte unten in die Kommentare. Das Rezept zum Tzatziki gibt es wie immer da unten in dieser Infobox. Mhm. Ja, und wir wollen Rezeptwünsche von euch. Genau. Bitte schickt uns die auch so über Facebook und über die Kommentare. Und wenn es geht, nicht immer Blätterteig. Ja, weil den haben wir schon gemacht. Auch nicht immer Hefeteig. Den haben wir noch nicht geschafft. Ja. Ja, wir gehen jetzt essen. Ja. Tschö. Tschüss.